Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Mass Effect 3. Wir befinden uns auf dem Heimatplaneten der Asari, zwar heißt der Tessia, und dort ist eine Menge Action los, deswegen ich die Aufnahme mal hier in diesem Menü starte, damit wir hier nicht die ganze Zeit so riesengroßes Ballerei im Hintergrund haben und ihr mich besser verstehen könnt. Und ich würde sagen, dann legen wir mal los und wollen doch mal schauen, ob wir an diesen Tempel gelangen können und vor allem, ob wir den Asari dabei vielleicht nebenbei noch ein bisschen helfen können, weil ich wette, das müssen wir, so oder so. Hallo, Lieutenant Curran. Commander, wir haben gehört. Wow! Die Barriere wurde durchbrochen! Commander, wir reden später. Gehen Sie an das Geschütz und lassen Sie es krachen! Welches verdammte Geschütz? Ach da. Okay, ich helfe euch. Ich versuche, was ich kann. Heilige Scheiße. Ja, ich gebe mir schon Mühe. Meine Fresse, das sind aber auch nicht wenige. Und da kommt schon wieder so ein Rohling. Verdammt. Schneller. Wie gesagt, ich gebe mein Bestes, aber ich kann auch nicht alles. Bin ich der Einzige hier, der auch mal mitschießen kann? Ich meine, die anderen könnten auch mal irgendwie ein bisschen gucken und mithelfen. Ah, geht doch. Wir haben Sie erwartet. Mein Befehl lautet, dieses Raster unbedingt zu halten. Barriere abstützen! Aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus. Das hier ist wichtig. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Okay, kann ich nachvollziehen. Von daher gebe ich euch einen Grund. Wir wollen zu einem Relikt im Tempel. Das ist wichtig. Darum geht es hier? Einer unserer Außenposten hat versucht, die Wissenschaftler dort zu erreichen, aber der Kontakt ist abgerissen. Jäger startbereit machen! Sofort! Tut mir leid, Commander. Ihr Relikt hat so lange durchgehalten, jetzt kann es auch noch ein bisschen warten. Ich habe heute schon genug Leute verloren. Ich ziehe den Rest ab. Nein. Wenn wir nicht zu dem Tempel kommen, ist das hier das Letzte, was Sie je von Tessia sehen werden, Lieutenant. Sie sehen gerade die Auslöschung unserer Spezies. Wir haben keine Rückzugsgebiete mehr. Und Sie glauben wirklich, Sie können das alles verhindern? Ja, ich versuche es zumindest so gut, wie ich kann. Ich habe auf Tuchanka und Ranoch bereits zwei Reaper ausgeschaltet. Ich weiß, wie das geht. Und was ist mit den ganzen anderen Reapern da draußen? Irgendwo müssen wir anfangen. Hoffentlich wissen Sie, was Sie tun. Hier, Lieutenant Curran, Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Geben Sie alles. Ich gebe immer alles und oh shit, das kann schwer werden. Man kann sie wieder aufbauen. Sorgen Sie sich nur um die nächsten 20 Meter. Vorsicht! Tolle Ansage. Was sind das für Viecher? Verdammt nochmal. Das muss ein Ende haben. Bleiben Sie zornig. Das brauchen wir, um die Sache durchzustehen. Und zwar genau jetzt brauchen wir das. Ganz genau jetzt. Okay, die haben auch Schilde, Singularität, alles draufhauen, was wir haben. Im Tick-Tack vorrücken. Zurückdrängen! Weiter, und der hier hat noch ein bisschen was. Oh, Junge, der hält ein bisschen was aus, nicht schlecht. Hätte ich gar nicht erwartet. Okay, und weiter geht's. Und jetzt Tempo runter von der Brücke!
Gut, ich würde sagen, wir sind erstmal an der richtigen Adresse, aber das ist ja auch gerade mal der Anfang. Auf dem Gebäude da! Wir haben Feuer! Heilige Scheiße! Was ist das? Okay, was haben wir hier? Ein Marodeur. Dort haben wir zwei von den Typen. Da mache ich doch mal mein Blutbad. Ja, und ich sollte vielleicht auch mal meine Kryo-Munition? Ne, lieber Disruptor für die Marodeure. Ist, glaube ich, noch besser. Zum Beispiel für einen wie ihn hier. Wenn man ihn treffen würde, verdammt. Egal. Zeig dich einfach mal, zeig dich. Yes. Jetzt noch ein Verbrennen hinterher. Perfekt, das hat gesessen. Ihr könnt auch ruhig mithelfen. Oh, im Nahkampf halten die Waffe flucht viel aus. Heilige Scheiße. Ich dachte, ich probier's mal, aber das war keine so gute Idee. Irgendwas... Shit! Die haben ja sowas auch, habe ich voll vergessen. Sporenkapsel? Keine Ahnung, da schlüpfen bestimmt andere Viecher raus. Kein Bock drauf, kein Bock drauf. Okay, dort hinten, da möchte ich eine Singularität sehen. Da kommen nämlich zwei gerade. Sehr gut, das hat gesessen. Der da hinten? Yes! Okay, da hinten haben wir noch einen Marodeur. Ah, nicht nur einen. Okay, Schilde weg. Genau, den Rest machst du... Ach, du hast keine Warp-Munition gar nicht drauf. Und hier, nimm mal die andere Waffe, verfluchte Scheiße. Deine kleine Maschinenpistole macht so einen Witzschaden. Da bist du mit der Pistole deutlich kräftiger, würde ich mal behaupten. Ah, ich will diese Sporenkapsel loswerden. Ich weiß noch nicht, was sie anrichten, aber vielleicht kommen da diese ekligen, fetten Viecher immer raus. Könnte Sinn machen, ne? Was ist hier eigentlich los? Echt Armageddon. Einer weniger. So, hier wieder das gleiche Spiel. Ja, bitte helft mir mal ein bisschen. Okay, gibt's hier was? Medikit. Okay, sonst gar nichts. Gut, auch egal. Sporenkapsel. Noch mehr von diesen ekligen Dingern. Ja, könnte. Oh oh. Banshee! Schnell, alles drauf, was irgendwie Barrieren killt, aber alles. Da schmeckt das, du Mistvieh. Wow! Und zwar hier, ganz schnell helfen, alle helfen, alle helfen. So gut du kannst. Nein, nicht nachladen, was machst du da? Machen Sie weiterhin, Tom! Yes! Es hat gesessen. Okay, alle leben wieder. Perfekt. Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. Yep. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Wie im Police Academy hier. Wie weit ist denn der Tempel noch? Oder dieser Außenposten? Ich kann ihnen immer noch nicht entgegentreten. Meine eigenen Leute. Niemand hat je behauptet, die Reaper wären fair. Aha. Sie wollen unsere Moral untergraben, indem sie unsere eigenen Leute auf uns setzen. Macht Sinn. Macht sehr viel Sinn. Oh Gott, ist überall gleich beschissen aus. Fuck! So etwas sieht, fragt man sich, wohin das ganze Universum verschwunden ist. Denn hier ist es mit Sicherheit nicht. Aber dafür haben wir gerade keine Zeit, darüber können wir noch später nachdenken. Vor uns links! Scharfschützen auf dem Balkon! Was? Wo? Das sind Asari. Möglicherweise können wir. Ah. Dann versuchen wir das mal. Mal ebenso. Wow! Shit! Hier ist Spezialistin Kayla. Spezialistin Geneva wurde soeben durch Feindbeschuss getötet.
So kann man es nennen. Eingetroffen. Ah, so ein Barrierenmonitor. Jetzt, wo Sie da sind, so lange wie nötig. Können Sie diesen Krieg wirklich gewinnen? Wenn wir es zum Tempel schaffen, sind die Reaper-Geschichte. Dann schnappen Sie sich da drüben Ausrüstung, wenn Sie welche brauchen. Wir heizen den ein. Okay. Präzisionsgewehr, Konzentrationsmodul. Ah, Stärkevariante davon. Sehr geil. Netter Schuss! Eine Widow. Wow. Das ist eine ganz, ganz krasse Waffe. Aber dürfte nicht stärker sein als meine Black Widow. Wehe, wenn doch. Dann bin ich ganz, ganz sauer. Weniger Schaden, weniger Kapazität, weniger Feuergeschwindigkeit, weniger Präzision. Okay, wir bleiben bei der guten alten Black Widow. Natürlich bleiben wir bei ihr. War teuer genug, immer noch. Gut, natürlich habe ich einen getroffen, was denken Sie denn? Netter Schuss! Wo muss ich überhaupt hin? Da muss ich hin. Okay. Anscheinend eine Todeszone. Wir haben einen getroffen. Natürlich habe ich einen getroffen, aber wir müssen immer weiter. Wir müssen weiter vorrücken. Einen nach dem anderen wegknallen. Und ein bisschen Gas geben, Leute. Gas geben. Und weiter, weiter, weiter. Sollten wir nicht dahin? Shit. Okay, Marodeur. Schnell, schnell, schnell. Okay, hier, mach deinen Kram, was auch immer. Ein Weg hier raus, sehr witzig. Oh, scheiße. Dieser Albtraum hört niemals auf. Oh doch, das wird er. Wir gehen zu diesem Artefakt und dann können wir alle aufwachen. Die Drinks gehen auf mich. Es hat aber auch verdammt. Ja, die Drinks gehen auf dich. Ich merke mir das. Wir wollen zum Außenposten Tykis. Sie stehen genau davor. Was ist mit dem Rest Ihres Trupps? Sie sind alle tot. Wir wollten zu den Wissenschaftlern, aber nur ich bin noch übrig. Was ist mit Verstärkung? Dafür hatten wir Jäger, aber das ist wegen des Reapers zu gefährlich. Sie können es nicht wagen. Okay, wir schaffen das schon irgendwie. Wir brauchen sie. Wir müssen in den Tempel. Verluste sind unvermeidbar. In dem Fall sind Verluste so ziemlich das Einzige, was ich Ihnen garantieren kann. Taylor und Schwarm, hier Außenposten Tykis. Gibt es auf dieser Frequenz noch jemanden? Wir brauchen sofort Luftunterstützung. Commander Shepard ist hier. Verstanden. Hier Taylor 1, bin unterwegs. Taylor 5 im Anflug. Bodenziele bestätigt. Waffen überhitzen. Wackeln Sie auf. Los, Commander. Ich decke sie von hier aus. Commander Shepard, ich gebe Ihnen Deckung. Verdammte Scheiße, hier ist sowas von verdammt viel los. Okay, dann geben wir uns mal Mühe, hä? Huh? Wirf meine Munition jedes Mal weg. Banshee zuerst. Und zwar ganz, ganz fix. Die scheiß Barriere wird jedes Mal wieder aufgeladen, verdammt. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt nicht mehr so schnell. Okay, jetzt, du sollst doch diese andere Waffe wechseln, verdammt nochmal. Hör mir doch mal zu. Schnell. Oh, ich wollte wieder schwalle. Mist. Verdammt. Wow. War das knapp. Danke für die Hilfe, Leute. Echt. Ohne Witz.
Das war viel zu knapp. Scheiße, da hinten ist der Barrierenmonitor. Alles klar. Was haben die eigentlich nicht im Petto? Die haben ja alles. Das ist sowas von unfair. Komm schon, scheiß drauf, weiter. Was macht dich da? Hydra-Raketenwerfer? Ach, hätte ich das mal vorher gewusst. Hätte ich das mal vorher gewusst, dass da so eine tolle Waffe rumliegt. Ob wir beim nächsten Krieg die Allianz auch zu einer Luftunterstützung überreden können? Gute Frage. Vorwärts! Das ist unsere Chance! Sporenkapseln. Vorsicht! Weitere Feinde voraus! Achtung! Da kommen weitere Halten! Wo denn? Okay. Wow, wow, wow. Aufhalten, Liara, aufhalten. Ich sehe nichts. Da hinten. Ah, verfehlt. Shit, der ist mir viel zu nah. Weg. Gegner trifft an. Halten Sie durch, bis ich ihn abgeschüttelt habe. Egal, da ohne Singularität mir auch recht. Okay, es hat gesessen, immerhin. Nachladen mal, so ein bisschen die Zeit nutzen. Oh shit, jetzt muss ich gegen... What the fuck? Was zum... Das waren ja zwei Schüsse und ich war weg. Alter Schwede. Wie sollen wir denn dagegen bestehen, bitte? Oh mein Gott. Naja, probieren können wir es, ne? So kann man es auch sagen. Sehr witzig. So, Granate. Alter Schwede. Alles drauf, was wir haben. Wirklich alles. Da hinten ist der Barrierenmotor. Okay. Gib mir Schilde, Baby. Yes. Verwüster mit scheiß Barriere. Verdammt nochmal. Wo kommen diese Kackviecher denn her? Ich brauche ganz schnell Garrus wieder zurück. Ey, was ist hier eigentlich los? Das geht ja gar nicht. Ist da noch so ein Barrierenmotor? Ich habe keine Ahnung. Okay, also alles feuern, was wir haben. Sehr witzig. Das kann dauern. Seht ihr das? Ich habe kaum eine Chance. Shit, das war's. Okay, wir werden es versuchen, aber meine Fresse, was war das denn für ein Kampf? Der war mal ungewohnt hart. Puh. Okay, kurze Verschnaufpause. Und die werden wir jetzt auch nutzen, denn wir machen Pause für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Mass Effect 3. Mein Name ist Alex, bis dann!